Tja, im Wechsel der Welten. Ständig sind wir unterwegs, ständig sind wir woanders, ständig tun wir was anderes. Und heute sind wir wieder auf der Alm von Astrid in Büdingen. Und Samira hat hier in Büdingen einen neuen Ferienjob angenommen, nämlich auf einem Erdbeeracker. Und da fahren wir gleich hin. Acker bedeutet, das ist ja ein Acker, auf dem man sich selbst bedienen kann, auf dem man selbst ernten kann, auf dem man natürlich auch frische Erdbeeren kaufen kann. Aber das selber Ernten, das macht Spaß. Und Samira hat dort den Job, ein Verkaufshäuschen zu betreuen, um den Leuten dann ein bisschen Geld abzunehmen für das, was sie auf dem Erdbeeracker geerntet haben. Wenn ich mich recht erinnere, kostet ein Kilogramm selbst gepflückte Erdbeeren 2,60 Euro. Ab 10 Kilogramm nur noch 2,15 Euro. Und das ist eine prima Sache, der wir uns gleich widmen werden. Das ist cool. Hier könnt ihr gleich noch ein bisschen rumrennen, euch austoben. Hier in Büdingen auf einem sogenannten Erdbeeracker. Auf diese Idee, diesen Erdbeeracker zu besuchen, hat mich meine Tochter Samira gebracht. Sie hat hier angeheuert als Erdbeeracker-Verkäuferin an einem Verkaufsstand, den sie jetzt entweder in Frühschicht oder Mittagsschicht betreut. Und da ich der absolute Liebhaber von Erdbeeren bin und insbesondere von Erdbeermarmelade und Samira Spezialistin ist im Kochen von Erdbeermarmeladen, haben wir uns hier heute verabredet. Samira hat gleich ab 14 Uhr hier ihre Schicht, die geht bis 20 Uhr. Und ich werde jetzt mal ordentlich Erdbeeren sammeln, sodass wir morgen früh gemeinsam ordentlich Erdbeermarmelade kochen können. Natürlich werde ich hier beim Erdbeersammeln auch die eine oder andere Erdbeere mir reinziehen, denn das ist das Schöne beim selber Sammeln. Man kann sich die schönsten, die dicksten, die fettesten, die süßesten Erdbeeren aussuchen und kann sie vorher probieren, ob man richtig liegt. Und jetzt lege ich hier mal los. Ich sehe gerade, dass jetzt meine Tochter Samira um die Ecke gebogen kommt. Sie hat hier Dienst, verdient die Stunde 8,50 Euro und es gehört zu einer ihrer vielfältigen Jobs, die so dazu dienen, ihr immer Taschengeld zu besorgen im Rahmen ihres Studiums. Oh ja. Was machen die da oben? Was ist das für eine Kontrolle? Bleibt gekostet. Hui. Und es war alles gut. Die Erika hat mir geschrieben. Seht ihr denn ein bisschen viel Wind? Ja.
alkoholfreien. Das ist dieser Bauernhof, der diese Felder hier betreibt, macht diesen Wein selbst. Ja, also das, die Früchte sind von ihm selber, die Äpfel, der macht erst Saft und dann Wein drauf. Und anschließend bekommen sie genau den Wein von ihren eigenen Früchten wieder zurück. Cool, was kostet hier so eine Flasche Erdbeerwein? Also der Erdbeerperlwein mit Alkohol, der kostet 6 Euro, alle anderen kosten 4 Euro. Der Erdbeerperlwein. Zeig mir den mal bitte. Der Erdbeerperlwein kostet 6 Euro, alle anderen Weine kosten 4,50 Euro und der alkoholfreie Apfelholunder-Sekko kostet nur 3,50 Euro.